wie Dissoziation dein Selbstwert und Laune zerstört. Wunderst du dich manchmal, wie das sein kann, dass du im Kopf genau weißt, was dein Selbstwert ist, aber du kannst es nicht spüren? Und du hast vielleicht auch öfters erfahren, wenn deine Gefühle nicht spüren kannst, aber du weißt, dass du gerade in diesem Moment vielleicht Freude empfindest. Und am meisten wundert es dich, dass du keine seelischen Schmerzen, wie zum Beispiel Trauer oder beleidigt sein, empfinden kannst. Aber wenn du deinen Kopf anhaust, das ordentlich wehtut, dann erfährst du in diesem Video genau die Antworten darauf, wie Dissoziation unser Gehirn letzten Endes beeinflusst und wie Dissoziation auf lange Zeit, wenn es sich verselbstständigt, chronisch wird und nachhaltig seelische Probleme verursacht. Ich bin Gabriela, seit über 30 Jahren mit Selbsterfahrung, was KPTBS, Entwicklungs-, Bindungstrauma, Komplextrauma angeht, und ich freue mich, wenn du das Video ansiehst und du daraus einiges für dich selbst erkennen kannst. Viel Spaß! Was ist Dissoziation? Ich habe in mehreren Videos bereits darüber gesprochen, sogar eine eigene Selbsterfahrung berichtet. Aber mal ganz kurz nochmal, Dissoziation ist ein komplexer Zustand, der von Menschen mit Traumaerfahrung in der Kindheit und Jugend als Erwachsene sehr häufig erlebt wird. Es ist ein Verteidigungsmechanismus des Gehirns, der als Reaktion auf eine schmerzhafte Erfahrung ausgelöst wird. Wenn ein Mensch dissoziiert, bedeutet dies, dass er sich auf eine Weise abkoppelt, trennt von seinen Gefühlen und Erfahrungen, indem er sich in eine Art Traumwelt vorübergehend von der Realität entfernt. Viele meinen, dass Dissoziation nur ein psychischer Schutzmechanismus sei. Es ist aber deutlich komplexer, denn es ist ein psychischer und neurobiologischer Schutzmechanismus. Und Ziel der Dissoziation ist die Verminderung bzw. Ausschaltung von seelischem und körperlichem Schmerz. Viele Erkenntnisse zur psychobiologischen Entstehungsweise der Dissoziation sind allerjüngsten Datums. Die Dissoziation ist ein Musterbeispiel dafür, wie äußere Situationen nicht nur seelisches und körperliches Erleben beeinflussen, sondern auch Körperfunktionen bis hin zur Regulation der Genaktivität steuern können. Das heutige psychobiologische Verständnis der Dissoziation wurde durch Traumaexperten wie Peter Föhnöj, ist eigentlich ein geborener Ungar und lebte in London, oder von Bessel van der Kolk an Harvard-Universität geprägt. Es hat sich gegenüber früheren Sichtweisen wie jenen des berühmten Pariser Psychiaters Pierre Janet, der den Begriff der Dissoziation in die Psychiatrie einführte, entscheidend weiterentwickelt. Eins ist weiterhin sicher: Dissoziationen werden meist durch Signale ausgelöst, die mit Angst verbunden sind. Häufig sind wir dessen gar nicht bewusst, weil eine sogenannte sekundäre Emotion diese überlagert bzw. verdeckt, so wie Schuldgefühle zum Beispiel. Aber unsere Motivation bei der Handlung ist an sich doch das Fürchten und die Angst. Und jetzt gleich kann ich auch etwas korrigieren, denn das ist ja keine bewusste Handlung, sondern unser Gehirn reagiert mit Dissoziation auf bestimmte Erfahrungen. Und dies passiert vollkommen automatisiert. Es ist so zu verstehen, dass es wie ein körpereigenes System der Schmerzdämpfung eingeschalten wird und verschiedene Gene von Opioiden werden dann angesteuert. Was sind denn Opioiden? Das sind körpereigene Botenstoffe, also sogenannte Endorphine, und haben eine sehr ähnliche Wirkung wie Opiate zum Beispiel, die in der Medizin als Schmerzmittel von Drogenabhängigen als Drogen eingesetzt werden.
dass zugefügte Trauma, psychischer Stress und Extremschmerzen im Gehirn die Gene von körpereigenen Schmerzdämpfersubstanzen aktivieren, war seit einigen Jahren bereits aus zahlreichen Studien an Tieren bekannt. Später hat man herausgefunden und war auch messbar, dass bei Menschen durch mehr Stress auch im Blut Endorphine ansteigen. Erst die Studie in 2001 von John Carr zu Bieta konnte nachweisen, dass Endorphine unter großem Stress und Traumata auch im Gehirn ansteigen. Und da ist genau der Schlüssel zu unseren Fragen. Denn am Anfang des Videos haben wir uns die Fragen gestellt, wie das wohl sein kann, dass wir plötzlich kein Selbstgefühl und auch kein Selbstwertgefühl empfinden können, wobei wir das wohl begreifen, dass es uns gibt und dass wir auch einen Wert haben. Das ganze Geheimnis liegt eigentlich in der Entdeckung von John Carr zu Bieta, dass der Ort, an dem bei Schmerzerlebnissen diese körpereigene Schmerzdämpfer, also die Endorphine, am massivsten aktiviert werden, ist genau das emotionale Schmerzzentrum des Gehirns, nämlich die Amygdala und der sogenannte Gyrus cinguli. Diese zwei Bereiche unseres Gehirns ist unglaublich wichtig und spielen eine ganz große Rolle. Denn du weißt ja schon wahrscheinlich, dass die Amygdala, der Mandelkern, beziehungsweise es gibt ja zwei davon, agiert als eine Art Gedächtnisspeicher für seelisch und körperlich unangenehme Erfahrungen. Währenddessen der Gyrus cinguli eine Art oberste seelische Instanz ist und verantwortet das Integrieren all unserer Erfahrungen und repräsentieren als zentrales Selbstgefühl, das Gefühl des Selbstwertes und unsere emotionale Grundstimmung. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du gerade eine extreme Schmerzerfahrung erlebst und wir nun mittlerweile wissen, dass die Endorphine im Gehirn ansteigen und diese betäubende Wirkung primär auf das emotionale Schmerzzentrum auswirkt, dann wird es uns auch klar, warum die Dissoziation nicht nur psychisch ist, sondern auch neurobiologisch und zu einer Trennung bzw. Dissoziation, nämlich zur Trennung des Selbstgefühls von den im Körper vorhandenen Schmerzen führt. Gewöhnliche oder normale Schmerzen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder dass du dir ein Körperteil anhaust, reichen in der Regel aber jedoch nicht da aus, um das Endorphinsystem derart massiv zu aktivieren, dass eine Dissoziation erfolgt. Aber eins ist sicher, dass wenn sich diese Schmerzen, die zugefügten Schmerzen wiederholen, dann wird dieses Schmerzgedächtnis gespeichert in unserer Amygdala und dieser Betäubungsmechanismus mit der Zeit natürlich automatisch abläuft. Wann dissoziative Zustände dann letztes Endes zu einem Krankheitsbild führen, hängt primär davon ab, wann das erstmalige Auftreten einer schweren Dissoziation im Leben eines Menschen passiert war. Und es ist ja in der Regel immer im Zusammenhang mit einer traumatischen Extremsituation. Warum? Weil das dissoziative sich entfernen aus der Realsituation ist für den Organismus nur dann brauchbar oder sinnvoll, wenn ein Mensch in eine äußerste, nicht mehr aushaltbare Situation kommt, aus der es kein Entrinnen gibt. Vielen unter uns beschäftigt die Frage, ob es eine Art chronische Dissoziation gibt, beziehungsweise ja, eine Verselbstständigung der Dissoziation existiert, leider sogar ohne weitere Traumaerlebnisse, kann zu einem wiederholten Auftreten von dissoziativen Abwesenheitszuständen kommen. Ob Dissoziation dann tatsächlich zu einer Krankheit heranwächst, hängt von vielen Faktoren ab. Einer
begünstigt aber die Entwicklung von einem Krankheitsbild auf jeden Fall. Je früher in der Kindheit und Jugend diese Extremtraumasituation gegeben hat, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verselbstständigung der Dissoziation kommt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich die Wiederholung von schweren Traumaereignissen ist. Je öfter das natürlich vorgekommen ist, umso stabiler und tiefer sind die neuronalen Netzwerke dafür im Gehirn. Den dritten ganz wichtigen Faktor haben wir in diesem Video beleuchtet. Und zwar die Wirkung der körpereigenen Schmerzdämpfer, der Endorphine. Eins ist noch ganz wichtig, und zwar die Wirkung von Endorphine ist ein anderer, und zwar ein deutlich stärkere als die Wirkung eines normalen Schmerzmittels. Und gerade diese besondere Wirkung macht die seelischen Probleme verständlich, die sich aus dissoziativen Störungen ergeben. Denn die effizienteste körpereigene Betäubung von emotionalen Beteiligung an so schwer aushaltbaren Situationen ist natürlich von Natur aus der beste. Ich freue mich, wenn du auch in diesem Video einiges womöglich für dich erkennen konntest. Schreib mir vielleicht in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Dissoziation gemacht hast und wie sich das bei dir über all die Jahre entwickelt hat. Ist es dauerhaft geworden oder konntest du das bereits schon irgendwie behandeln und wie es dir damit ergeht? Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald, Gabriela.